Ja, aber ja. Die große Überraschung, die kennen Sie trotzdem nicht. Das ist nämlich die Kronsteiner Hausmusik. Die wird für uns jetzt hier in diesem ehrwürdigen Haus konzertieren. Na, dofte. Aufnahme zu deinem. Naja, das ist ein echter Sperrsitz. Ja, das hätte ich nicht denken können. Schauen Sie den Schlüssel mit, das sind doch echte Sperrsitze. Darum heißt der Sperrsitz, weil man den Schlüssel braucht zum Aufsperren. Sie sperren das auf und jetzt können Sie Platz nehmen. Ja, wie heißt die Musik? Habe ich schon gesagt, das ist die Kronsteiner Hausmusik, eine singende und musizierende, in diesem Fall musizierende Bauernfamilie aus dem oberösterreichischen Enztal aus Großrheinland kommt. Da gibt es noch was Besonderes hier in diesem Theater zu greifen. Und zwar ein Guckloch hat es früher einmal gegeben. Da war der Gemeindearrest nebenan und da haben die Inhaftierten den Aufführungen hier beiwohnen können durch ein Loch. Na, Piepshow, wa? Kenne ich. Guckloch-System. Unseren Zeitplan müssen wir einhalten, Herr Giesecke, wir müssen weiter. Moment, die Musik ist so schön. Trotzdem, wir müssen weiter. Kommen Sie schnell. Ohne Lärm, es geht. Liebe Zuschauer, ob Sie es glauben oder nicht, so wie bei der Kronsteiner Hausmusik, da klingt es oftmals in Oberösterreich, wenn die Mama spielt, der Papa, die Gerlinde, gell, mit dem Hackbrett. Macht's da Freude? Ja, ja. Du, sag einmal, Kronsteiner Hausmusik, wo kommt's denn hier ganz genau her? Wir kommen aus dem schönen Ort Großrheiming, das ist 35 Kilometer, also südlich von Steyr. Das hat's jetzt nicht gesagt wegen der Werbung, nur ein bisschen Reklame halt, ne?
So, Mama, und wie ist es eigentlich beim Proben? Geht es recht zähe her oder? Na, das geht recht lustig her bei uns daheim. Eins fängt an und die anderen kommen dann dazu. Und wer ist der? Mit Freude, sie machen es alle mit Freude, die Kinder. Und wer ist der Fleißigste? Fleißig sind die Kinder alle und am fleißigsten ist mein Mann eigentlich beim Proben. Ja, das sieht man, die vier Kinder, das stimmt, ja, ja. Psst, aber meine Damen und Herren, ja. Sag einmal, Dirndl, jetzt muss ich noch was zeigen, liebe Zuschauer, schauen Sie mal her. So spielt die Gerlinde, was hast du denn gemacht? Das war in der Schule beim Völkerballspiel. Aube, Aube, ist auch nicht gerade das Gesündeste, gell? Ja, und was tun wir jetzt? Hm? Ja, ich hätte eigentlich nur einen Wunsch an Ihnen. Konnten Sie mir da bitte Ihr Autogramm aufgeben? Also ich möchte ehrlich sagen, habe ich zwar noch nie gemacht. Mama, halt das Mikroskop. So, das hält man bis jetzt zufrieden. Das ist ja, ich glaube, als schönen Abschluss für diesen Spaziergang durch Oberösterreich hören wir noch einmal die Kronsteiner Hausmusik. Bitte. Liebe Zuschauer, wissen Sie, was in unserer Sendung ein unheimlich starkes Echo hervorgerufen hat? Unsere Idee, Hausmusik aus Österreich hier vorzustellen. Nämlich wirklich echte, ursprüngliche Volksmusik. Und aus diesem Grund haben wir auch diesmal wieder so eine musizierende Familie eingeladen. Sie kommt aus Großramming, also Großramming im oberösterreichischen Emstal. Zufällig, wirklich zufällig, sehr, sehr stark vertreten heute hier. Die Familie heißt Kronsteiner und sie spielt uns jetzt die Ortsschöller Polka.
stehe jetzt hier neben dem jüngsten Sohn der Familie Kronsteiner. Ich habe mir gedacht, ich muss mit ihm reden, weil er quasi ein fescher Bursch ist. Es ist der Gebhard. Sag mal, Gebhard, wie oft spielst du denn miteinander? Ja, hauptsächlich am Wochenende wird geprobt und auch die meisten Auftritte sind am Wochenende. Aber ihr habt schon fixe Zeiten, wann ihr probt? Meistens am Morgen. Und bist du aus eigenen Stücken zu deinem Vater gegangen und gesagt, okay, ich möchte bei euch mitmachen, oder hat er dich dazu aufgefordert? Nein, das schon. Das sind alle von selber gekommen. Alle von selber? Mhm. Und einmal Hand aufs Herz, macht es dir wirklich immer tausendprozentig Spaß? Oder denkst du nicht mit manchmal, naja, meine Freunde, die hören jetzt Popmusik oder gehen am Fußballplatz oder sonst was und ich muss jetzt hier üben? Nein, sicher. Es macht einen Riesenspaß. Ja, freilich. Nicht nur, weil der Papa da steht? Nein. Echt? Gebhard, und was haben wir jetzt als zweite Nummer? Den Gurktaler Walzer. Dankeschön. Die Musi spielt einen Landler auf, da bleibe ich nicht daheim. Das sind die ersten Zeilen eines Liedes, das Ihnen die Kronsteiner Hausmusik in Kürze vorführen wird. Herr Kronsteiner, Sie haben es umgekehrt gemacht. Sie sind nicht daheim geblieben, damit ihr uns hier beim Seniorenclub was aufspielen könnt. Herr Kronsteiner, Sie kommen aus Oberösterreich, aus Großramming und haben dort den Kronsteiner Berghof. Wie hoch liegt denn der? Auf 560. Also der Hausname ist ja Hirner und der Schreibname ist Kronsteiner. Aha, das sind diese Geheimnisse, das sind diese Vulgonamen. Und das Ensemble, das Sie hier haben, das ist die ganze Familie. Ja, das ist die geschlossene Familie und wir haben große Freude daran, dass wir gemeinsam musizieren dürfen. Und erst recht, wenn wir für euch, für alle anderen Menschen auch musizieren dürfen und denen Freude bereiten dürfen. Lieber, eine Frage. Wie bringt man denn die Dirndln und die Burm dazu, dass sie dann auch Musiker werden? Hören die von euch ununterbrochen, dass ihr spielt und dann haben die selber Spaß dran oder werden die ein bisschen gezwungen dazu? Grundsätzlich machen sicher alle gern und genauso wie der Fußballer nicht redet, vom Dreck, so reden auch wir nicht von der harten Probenarbeit, aha, aber die Auftritte
sozusagen überdecken alles, was auch an Stress dahinter steht. Die Freude ist dann umso größer. Und euer Repertoire ist aus weitesten Sinn eigentlich richtige Volksmusik, nicht? Ja, kann man sagen, Volksmusik und Unterhaltung mit Lied, Gesang, Instrumentalbegleitung oder alleine Instrumentalmusik. Aber ihr betreibt euren Hof natürlich weiter und es wird auch einen Nachfolger geben. Der Bauernhof ist unsere Existenz. Die Kinder sind in Berufs- und Schulausbildung und der vermeintliche Nachfolger steht gegenüber, der macht die entsprechende forstliche Ausbildung, der Gebhard, ja, und alle anderen einen entsprechenden Beruf für ihre Existenzsicherung. Ja. Aber jetzt ist es soweit, jetzt macht ihr Musik für uns, es gibt ja sogar Schallplatten von euch. Ihr seid also sehr tüchtig, fleißig, mit Hand, Herz und Hirn. Darf ich euch bitten, dieses vorhin genannte Lied für uns zu spielen und zu singen? Danke. Die Musik spielt ein Lärmler auf, drum bleib ich mit daheim. Walleri, diri, 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 walleri, diri, ein Mond. Ich kann mich ja ein anderes Mal zum Ofen zu wieder. Walleri, diri, 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 ein Mond. Und wann wir zwar am Tanzbund sind, bleibt mir bis in der Früh. Wollere, diri, 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 wollere, diri, ein Mond. Ich druck dich schauf, ist der zu mir, dass ich die Wind verliere. Wollere, diri, 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 ein einmal regnet es, einmal scheint die Sonne. Mir ist aber lieber, wenn die Sonne scheint, überhaupt, wenn ich herum beim Hirner bin, Ausnahmehirner, beim Andreas Kronsteiner, wie es euch schreibt. Andreas, wo sind wir denn ganz genau? Wir sind da herinnen in der Ortschaft Lumpigraben, das gehört zu Großraming. Das ist im oberösterreichischen Enstal. Und genauer gesagt sind wir herum am Hirnerhof auf 560 Meter Seehöhe. Ihr habt Vieh auf der Weide. Ja, nicht? Wir haben einen Weidebetrieb und Forstwirtschaft. Ja, und natürlich viel zu tun. Und habt trotzdem noch Zeit für Familienmusik. Wie ist das eigentlich gekommen? Wir tun sehr gerne musizieren und wir haben einen Betrieb entsprechend
abgestimmt. Wir haben die Milchviehhaltung aufgelassen. Wir haben Schwerpunkt Weidebetrieb und Forstwirtschaft. Und das gestattet uns auch ein bisschen Zeit frei zu bekommen für die Musik. Und das freut uns. Ihr darfst natürlich gern musizieren. Familie wartet ja schon auf dem Chef. Ich würde bitten, dass du dabei Platz nimmst. Und ich mache dabei die Ansage. Ja, was hören wir? Das ist ja ganz was Besonderes, was uns die Familie Kronsteiner bieten wird. Sie bietet nämlich Alpenmelodien. Ja, das hört sich jetzt merkwürdig an. Alpenmelodien, so hat es nämlich der Anton Ritter von Spaun genannt, der 1845 und 1846 in Oberösterreich die erste Volksmusiksammlung durchgeführt hat. Und ein Stückl aus der Sammlung, das spielt uns jetzt die Familie Kronsteiner. Ja, Alpenmelodien aus Oberösterreich, rund 200 Jahre aus, dass die aufgezeichnet worden sind oder zumindest einmal gespielt worden sind in der Zeit. Wir haben es wieder gehört von der Familie Kronsteiner und damit haben wir praktisch alle Gruppen, die in der Sendung vorkommen, vorgestellt. Wir waren
Thank you.
Wir kommen zu unseren ersten musikalischen Gästen von heute. Eine zauberhafte Familie, ein fabelhaftes Elternpaar, zwei fesche Madeln, zwei ganz kernige Buben aus Oberösterreich, aus dem Enztal in Oberösterreich, südlich Steyr, die Kronsteiner Hausmusik. Und die haben heute ein Jubiläum. Es ist die 10. Fernsehsendung, in der sie auftreten. Sie sind schon ein bisschen nervös, aber sie werden es gleich feiern, ihr Jubiläum, 10. Fernsehsendung, Gott sei Dank hier heute bei mir, mit einer Polka, der Schnapspolka, nein, sie heißt Schnapsbrennerpolka. Ich habe schon wieder ans Vergnügen gedacht, aber zuerst kommt die Arbeit. Die Kronsteiner Hausmusik. Kronsteiner Hausmusik hat noch ein sehr hübsches Lied für uns mit Gesang. Ein bayerisches Volkslied, Oberhansei, Spanei. Oberhansei, Spanei, und sitz auf und fahr mit, fahr mal ein ins Dorf. Ja, zum Kuhhirsel Schmied, denn für'n Fuchsen wird's Zeit, dass nur Deisen frisch pflog und ne Kleinigkeit riecht, man die Deichsel am Wohn. Denn für'n Fuchsen wird's Zeit, dass nur Deisen frisch pflog und ne Kleinigkeit riecht, man die Deichsel am Wohn. Die zu der Schmieden beim Heisel am Krom, dann sonst brenner die Rot, manchmal Ruff auf Fischlung, Sisalim auf der Brocken und die Xönhaum auf Reit, geht der Burmieden Must, Gott zum Wirt zu der Zeit. Sisalim auf der Brocken und die Xönhaum auf Reit, geht der Bur mit dem Must, Gott zum Wirt zu der Zeit. Bis der Schmied braucht um Dorbe, die Gießkornerz nein, Kinder ist aller Wütz, darfst den Wurf nicht verschneien. Ja, Dorbeit vom Schmied, die braucht Kraft und Verstand, dass die Bauern mit dem Zeig vom Schmied auch erfreut haben. Ja, die Arbeit vom Schmied, die braucht Kraft und Verstand, dass die Bauern mit dem Zeig vom Schmied auch erfreut.
Meine Damen und Herren, wir freuen uns, ganz liebe Seniorenclub-Freunde wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Die Familie Kronsteiner, die Kronsteiner Hausmusik. Und wir freuen uns, dass Sie bei uns und wir mit Ihnen Ihr 10-jähriges Jubiläum feiern können. Andreas, vor 10 Jahren, da wart ihr doch wirklich noch kleine Kinder. Ja, wir waren damals im Volksschulalter. Unser Hof in Großraming, der liegt ziemlich abgelegen. Es ist ein Bergbauernhof. Die nächsten Nachbarskinder, die sind circa 2 Kilometer weg. So haben wir keine Möglichkeit gehabt, mit denen Fußball zu spielen oder sonst irgendwelche Späße zu treiben. Jetzt habt ihr Musik gemacht. Ja. Ja, und ihr seid ja schließlich erblich belastet von den Eltern, die ja hervorragende Musiker sind. Die Mutter hat als Kind schon Zither und Klavier gelernt. Ja. Wir haben begonnen mit Flöte. Und als die Musikschule dann nach Großraming gekommen ist, hat jeder ein Instrument begonnen zu lernen. Und so ist dann diese Besetzung entstanden. Ja. Und aus Anlass dieses 10-jährigen Bestehens ist eine Schallplatte herausgekommen mit dem Titel Frisch außer, wie es drin ist. Und da heute 2. Adventssonntag ist, darf ich Sie bitten, dass Sie die beiden Kerzen anzünden. Das Kletzenbrot. Ein alter Brauch ist Kletzenbrot. Das isst a jeder gern. Es kehrt einfach zum Weihnachtsfest wie's Krippel mit dem Stern. Viel gute Sachen mischt man zusammen. Drum wird's a feine Kost. Ich schneid mir gern ein Scherzel an und trink dazu einen Most. Ja, Kletzen, Feigen und Weibill vertragen sie in einem Tag. Das ist für uns, wenn ich so denk, ein schöner Fingerzeug. Verschieden sind an mir im Geschmack. Ich mein, das darf so sein. Misch heftig gute Sachen zusammen. Und das Leben wird grad so fein. Thank you.
Musiziert wird natürlich in Schlierbach genauso. Im Festsaal oben tut es jetzt für uns die Kronsteiner Hausmusik.